Guten Tag, liebe Deutschfreunde! Добрый день, дорогие друзья, любители немецкого языка! С вами Мила Бранд, и сегодня у нас с вами интересная история для разбора. Я знаю, что многим из вас полюбились сказки, истории. И сегодня мы разберем историю о мышке Мими. Я надеюсь, что ваш немецкий язык уже прогрессирует, Поэтому история это не для базового уровня, а скорее для среднего. А2, Б1. Примерно уровень А2, Б1. Ну что, приготовьтесь вначале прослушать полностью историю. Не отвлекайтесь ни на что. Внимательно слушайте. После того, как я прочитаю первый раз всю историю полностью, я прочитаю историю еще раз. Maus Mimi Es war einmal eine kleine Maus namens Mimi. Sie lebte in einem kleinen Haus am Rande eines großen Waldes. Mimi war sehr neugierig und liebte es, neue Dinge zu entdecken. Eines Tages beschloss sie, den Wald zu erkunden. Mimi packte ihren Rucksack mit ein paar Leckereien und machte sich auf den Weg. Der Wald war groß und voller Gefahr, aber Mimi hatte keine Angst. Sie genoss die frische Luft und die Geräusche des Waldes. Als sie tiefer in den Wald hineinging, hörte sie plötzlich ein lautes Knurren. Mimi war verängstigt und dachte, dass es ein gefährliches Tier sein könnte. Aber als sie sich umdrehte, sah sie einen hungrigen Bären, der sie freundlich anstarrte. Der Bär fragte Mimi, ob sie etwas zum Essen hatte. Mimi gab ihm ein paar Kekse aus ihrem Rucksack. Der Bär war so dankbar, dass er Mimi ein Stück seines Honigs gab. Mimi freute sich und aß den Honig mit Genuss. Gemeinsam gingen sie durch den Wald und erlebten viele Abenteuer. Mimi lernte, dass man nicht immer auf den ersten Eindruck vertrauen sollte und dass man Freunde finden kann, wenn man offen und freundlich ist. Als es Zeit war, zurück nach Hause zu gehen, war Mimi glücklich und zufrieden. Sie hatte einen neuen Freund gefunden und viele aufregende Dinge erlebt. Jetzt wusste Mimi, dass sie jederzeit den Wald erkunden konnte und dass sie immer einen Freund an ihrer Seite hatte. Als Mimi zurück zu ihrem kleinen Haus kam, war sie begeistert von den Geschichten, die sie zu erzählen hatte. Ihre Freunde, andere Mäuse im Haus, waren beeindruckt von ihren Abenteuern und fragten, ob sie wieder in den Wald gehen würde. Mimi antwortete, dass sie es auf jeden Fall tun würde, aber sie würde auch ihre Freunde mitnehmen. Und so organisierte Mimi eine kleine Gruppe von Mäusen, um den Wald zu erkunden. Sie packten ihre Rücksäcke mit Leckereien und machten sich auf den Weg. Der Bär, den Mimi kennengelernt hatte, schloss sich ihnen auch an. Die Gruppe erlebte viele Abenteuer im Wald und traf viele Tiere. Einmal trafen sie einen Hasen, der verloren gegangen war. Und halfen ihm, den Weg zurück nach Hause zu finden. Ein anderes Mal halfen sie einem Fuchs, der in einer Falle gefangen war, sich zu befreien. Am Ende des Tages waren alle erschöpft, aber glücklich und zufrieden. Sie kehrten in ihr winziges Haus zurück und hatten viel zu erzählen. Mimi wusste, dass sie ihre Freunde richtig ausgewählt hatte und dass sie zusammen alles schaffen konnten. Mimi und ihre Freunde lernten, dass man zusammen stärker ist und dass Freundschaft das Wichtigste im Leben ist. Mimi. <laughs> Мне кажется, она очень понравится вашим детям и вашим внукам, если вы будете читать, или они будут просто слушать, включайте им. И я думаю, она им понравится. Напишите затем, получилось ли у вас включить для них просто прослушать эту историю. Итак, сейчас я прочитаю историю по одному предложению с переводом. Вы можете взять тетрадь и ручку и выписывать для себя какие-то слова и интересные выражения. Маус Мими. Мышка Мими. Es war einmal eine kleine Maus namens Mimi. Однажды жила маленькая мышка по имени Мими. Sie lebte in einem kleinen Haus am Rande eines großen Waldes. Она жила в маленьком домике на опушке большого леса. Мими ной Мими была очень любопытна и любила открывать для себя что-то новое. ной ЦУ энтекн означает новые вещи. Деньги ⁇ это какие-то вещи. Eines Tages beschloss sie, den Wald zu erkunden. Однажды, в один день, eines Tages, можно перевести, она решила исследовать лес. Мими Мими собрала свой рюкзак с несколькими угощениями и отправилась в путь. Der Wald war groß und voller Gefahr, aber Mimi hatte keine Angst. Lies bowelig und polen apasnesti, aber no Mimi nie beyjalls. Das Lumna nie miela stracha, hatte keine Angst. Sie genoss die frische Luft und die Geräusche des Waldes. Anna наслаждалась frischem Vosduch und den Liesen. Als sie tiefer in den Wald hineinging, hörte sie plötzlich ein lautes Knurren. Когда она углубилась в лес, она внезапно услышала громкое рычание. Mimi war verängstigt und dachte, dass es ein gefährliches Tier sein könnte. Mimi испугалась и подумала, что это может быть опасное животное. Aber als sie sich umdrehte, sah sie einen hungrigen Bären, der sie freundlich anstarrte. Но когда она обернулась, то увидела голодного медведя, который дружелюбно смотрел на нее. Der Bär fragte Mimi, ob sie etwas zum Essen hätte. Медведь спросил Мими. Если у нее что-нибудь поесть. Мими gab ihm ein paar Kekse aus ihrem рюкзак. Мими дала ему несколько печеней из своего рюкзака. Der Bär war so dankbar, dass er Mimi ein Stück seines Медведь был так благодарен, что дал Мими кусочек своего меда. Mimi freute sich und aß den Honig mit Genuss. Mimi обрадовалась und наслаждением ела мёд. Gemeinsam gingen sie durch den Wald und erlebten viele Abenteuer. Вместе они гуляли по лесу und пережили множество приключений. Mimi lernte, dass man nicht immer auf den ersten Eindruck vertrauen sollte und dass man Freunde finden kann, wenn man offen und freundlich ist. Mimi узнала, что не всегда следует доверять первому впечатлению и что можно найти друзей, если быть открытым и дружелюбным. Als es Zeit war, zurück nach Hause zu gehen, war Mimi glücklich und zufrieden. Когда пришло время возвращаться домой, Mimi была счастлива и довольна. Sie hat einen neuen Freund gefunden und viele aufregende Dinge erlebt. Она нашла нового друга и пережила много интересного. Jetzt wusste Mimi, dass sie jederzeit den Wald erkunden konnte und dass sie immer einen Freund an ihrer Seite hatte. Теперь Mimi знала, что она может исследовать лес в любое время и что рядом с ней всегда будет Druck. Das an ihrer Seite, на её стороне. Als Mimi zurück zu ihrem kleinen Haus kam, war sie begeistert von den Geschichten, die sie zu erzählen hatte. Когда Mimi вернулась in ihr kleines Haus, war sie begeistert von den Geschichten, die sie erzählen hatte. Ihre Freunde, andere Mäuse im Haus, waren beeindruckt von ihren Abenteuern. Und fragten, ob sie wieder in Ее друзья, другие мыши в доме, были впечатлены ее приключениями и спросили, пойдет ли она снова в лес. Мими dass sie es auf jeden Fall tun würde, aber sie würde auch ihre Freunde mitnehmen. Мими ответила, что она обязательно это сделает но она также возьмет с собой своих друзей. Und so organisierte Mimi eine kleine Gruppe von Mäusen, um den Wald zu erkunden. Итак, Мими организовала маленькую группу мышей, чтобы исследовать лес. Sie packten ihre Rücksäcke mit Leckereien und machten sich auf den Weg. Они упаковали свои рюкзаки с угощениями и отправились в путь. Диабет, который Мими kennengelernt hatte, шлосс sich ihnen auch an. Медведь, с которым познакомилась Мими или которого узнала Мими, тоже присоединился к ним. Die Gruppe erlebte viele Abenteuer im Wald und traf viele Tiere. Группа пережила много приключений в лесу и встретила множество животных. Einmal trafen sie einen Hasen, der verloren gegangen war und halfen ihm, den Weg zurück nach Hause zu finden. Однажды они встретили зайца, который заблудился, и помогли ему найти дорогу домой. Ein anderes Mal halfen sie einem Fuchs, der in einer Falle gefangen war, sich zu befreien. В другой раз они помогли лисе, которая попала в ловушку, вырваться на свободу или освободиться. Am Ende des Tages waren alle erschöpft, aber glücklich und zufrieden. К концу дня все были измотаны, но счастливы и довольны. Sie kehrten in ihr winziges Haus zurück und hatten viel zu erzählen. Они вернулись в свой крошечный домик. Им было о чем поговорить, что рассказать. Mimi wusste, dass sie ihre Freunde richtig ausgewählt hatte und dass sie zusammen alles schaffen konnten. Mimi знала, что она правильно выбрала своих друзей.

Вот такая история, друзья, у нас была сегодня с вами. Напишите, как вы поняли историю, было ли вам просто или легко. Какие интересные слова и выражения вы взяли? Понравилась ли эта история вашим детям или внукам, племянникам, племянницам? Делитесь с друзьями, давайте вместе помогать друг другу изучать немецкий язык. С вами была Мила Брандт. Auf Wiederhören!